Ja, willkommen zurück zu Das Rätsel der Villa Drachenkralle. Ich bin der Meinung, wir hatten in der letzten Folge mit Oscar geredet und wussten nicht genau, was er uns mitteilen wollte, wurden nicht so ganz schlau aus seinem Gebelle. Ich frage einfach nochmal die beiden Fragen oder schau zumindest, was wir gefragt haben, damit ich ein bisschen wieder drin bin. Hilfst du TKKG bei der Suche nach dem Täter? Genau, das hatten wir gefragt. Hat Mami dir was zu essen gegeben? Und das fragen wir jetzt nochmal. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Gabi Oscar schon reichlich gefüttert hat und, glaube, räumen das Feld, dann ist zwar ein sehr schönes Zimmer, muss man auch mal anmerken, was Gabi hier für einen Thron hat. Hier Papas Prinzessin ein wenig, aber wir haben sie alle lieb, dass sie ein wenig verwöhnt ist, wissen wir auch und dass sie der Augenstern ihres Vaters und ihrer Mutter natürlich auch ist. Das wissen wir auch und das könnte eigentlich auch mal zu einer angeregten Diskussion in den Kommentaren führen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn Eltern ihre Kinder verhätscheln? Interessant, jetzt war das nicht geskriptet. Eine interessante Frage, die hier aufkommt beim Spielen von TKKG. So, jetzt verlieren wir aber schon wieder Zeit. Ich höre es schon wieder eskalieren in den Kommentaren. Ist ja wirklich schön, wie viel ihr kommentiert, wie eifrig ihr dabei seid. Und um keine Zeit mehr zu verlieren, gehen wir doch mal in die Bar. Kein Zutritt für Minderjährige. Wen haben wir denn da? Darf ich vorstellen, das ist Oscar. Sehr angenehm. Diese junge Dame ist Peppina. Das ist ja Liebe auf den ersten Blick. Ja, das war natürlich klar. Mit Gabi kommen wir hier ganz gut an, auch wenn wir minderjährig sind in der Bar, weil wir Oscar dabei haben. Und das hier ist Peppina, der Hund der Bardame, die eigentlich auch ganz nett aussieht. Ich glaube, die ist gar nicht so verrucht, wie sie tut. Mal sehen. Vielleicht ja doch. Kennen Sie einen Mann, der Bäume fällen kann? Ich glaube, sie kennt eine ganze Menge Männer, die Bäume fällen können, wenn ich das richtig sehe. Ich kenne viele starke Männer. Das bringt mein Beruf so mit sich. Hab ich's doch gewusst. Okay, können wir noch irgendwas anstellen hier? Ah, okay, wir haben das Feuerzeug. Vielleicht hat sie das ja schon mal gesehen. Haben Sie dieses Feuerzeug schon mal gesehen? SM. Kommt mir bekannt vor. Klar, das gehört Sam. Sam Norton, unserem Kanadier. Ich müsste dringend mit ihm sprechen. Verstehe. Ich sag dir Bescheid, wenn er kommt. Sam Norton. Dafür stehen die Initialen also. Und jetzt haben wir vielleicht schon was vorweggenommen. Wir wollten ja eigentlich noch herausfinden, wem das gehört. Und jetzt wissen wir es schon. Gehen wir trotzdem nochmal mit Gabi in die Bar. Ist das Sam Norton? Sieht nicht aus wie ein Australier. Hat hier, glaube ich, eine Schnapsflasche in der hinteren Tasche der Jeans oder der Hose. Fragen wir einfach nochmal die zweite Frage. Kann ja nicht schaden. Kennen Sie einen Mann, der Bäume fällen kann? Macht es Spaß, in einer Bar zu arbeiten? Stellen wir doch die Frage, die uns allen auf der Zunge brennt. Manchmal haben wir hier sehr lustige Abende. Aber ich werde langsam zu alt für den Job. Ja, also die Dame sieht natürlich nicht mehr aus wie 20, aber ich schätze mal, die wird so zwischen 40 und 50 sein. Vielleicht 50 und hat sich gut gehalten. Ja, kann doch noch ganz gut in der Bar arbeiten. Ist doch ganz ansprechend und authentisch, wenn so eine etwas in die Jahre gekommene Dame in der Bar arbeitet. Meine Bar ist nichts für dich. Komm in 5 Jahren wieder, dann sehen wir weiter. Okay, mit Klößchen werden wir rausgeschmissen, das war ja klar. Und Karl vielleicht nicht. Junger Mann, schon mal was von Jugendschutzgesetzen gehört? Das ist ein neuer Mann. Leider kein Ausschank an Minderjährige. Tut mir leid. Und leider bekommen wir hier keinen Alkohol. Hatten wir ja natürlich auch nicht vor. Karl sieht ja nicht aus, als wenn er sowas machen würde. Hier in eine Bar gehen und ein Bier bestellen. Kein Zutritt für Minderjährige. Tut mir leid. Und schade, dass wir hier nicht rein dürfen mit den Jungs, aber mit Gabi dürfen wir es ja. Und da war ein neuer Mann an der Theke. Aber immer noch nicht da. Vielleicht können wir noch eine neue Frage stellen. Macht es Spaß, in einer Bar zu arbeiten? Kennen Sie einen Mann, der Bäume fällen kann? Nee, leider nicht. Okay. Nochmal schauen. Ist auf jeden Fall jemand Neues.
Und die Musik ist ja wirklich sehr genial. Also die geht ja direkt ins Ohr. Mir hat ja, glaube ich, die Musik in Gefährliche Ferien so gut gefallen, weil die so entspannt war. So ein bisschen wie Reggae-Musik. Aber hier läuft auch echt coole Kneipenmusik. Würde ich echt gerne mal besuchen, dieses Etablissement. So, schauen wir noch ein einziges Mal. Nee, ich glaube, da tut sich erstmal nichts. Dann haben wir uns hier erstmal genug umgeschaut in der Kneipe von Lola. Ich glaube, Lolas Bar heißt die. Schauen wir doch mal, wo wir als nächstes hingehen. Wir waren ja noch nicht im Fitnessstudio und da könnten eine ganze Menge starke Kerle auf uns warten. Und deshalb gehen wir vielleicht doch erstmal mit Tim dahin und checken die Lage, ob das da auch, ob die anderen drei dort gefahrlos hingehen dürfen. Guten Tag, Tim Carsten mein Name. Sind Sie Axel Gradiva? Sieh im Büro nach. Drei. Nee, vier, das ist nicht Axel Gradiva. Das ist ein sehr muskulöser Herr. Sieben, und der hat auch die Initialen. SN. Schicke Tasche. Die ist aus der neuen Kollektion von Sport National. Wir haben herausgefunden, dass die ja diesem Australier gehören soll. Aber vielleicht irrt sich die Bardame ja auch. Ist das Ihr Feuerzeug? Kann nicht mein Feuerzeug sein, denn ich habe keins. Ich rauche nicht. Alles klar, danke. Verstehe. Der Sportler raucht nicht, allerdings wissen wir nicht ganz so genau, wie er sich diese Muskeln antrainiert hat. Ob das reines Training war oder ob er dann nachgeholfen hat. Na, auf jeden Fall mit Protein, das ist ja mal klar, aber das ist ja meistens auch noch vertretbar. Nicht, dass der Herr noch Anabolika nimmt, das ist ja sehr ungesund. Habe ich mir sagen lassen. Trainieren Sie hier regelmäßig? Ich bin Taxifahrer und arbeite meistens nachts. Jede freie Minute verbringe ich hier. Ich trainiere für die Europameisterschaft. Echt? Das ist ja toll. Die Europameisterschaft eins, in was denn? Zwei. Wie eine Wolke aussehen? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Gehen wir mal ins Hinterzimmer, sieben, bevor wir hier noch acht, irgendwas verpassen. Tim Carsten, guten Tag. Guten Tag, Tim. Willkommen in Axels Muskeltreff. Axels Muskeltreff. Das ist ein schöner Name. Und das ist sein Büro von Axel Gradiva offenbar. Der junge Mann hier in Trainingsjacke. Und was haben wir noch? Wir haben den Atlas, der die Welt trägt. Nicht so wirklich wie in dem Lied von Coldplay, was mir sehr am Herzen liegt. Aber das auf diesem Schreibtisch ist natürlich recht passend, aber auch irgendwie fehl am Platz, wenn man sich das restliche Interieur hier anschaut. Und, Motorrad scheint der Herr zu fahren und hier hinten sind die Energieportionen, das Protein und das können wir sogar anklicken. Braucht das jeder, der Bodybuilding macht? Das hängt davon ab, wie intensiv man trainiert. Man sagt, dass man zwischen 1 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Wenn du Quark und Joghurt isst und vielleicht mal ein Steak, dann deckt das deinen Bedarf. Wer amtlich trainiert und stark werden möchte, wie mein angehender Europameister da draußen, der braucht Ergänzung. Gut, verstanden. Also Tim braucht das im Prinzip nicht, aber wenn er hier auch trainieren und pumpen geht, dann sollte das auf jeden Fall dem Muskelaufbau förderlich sein. So, und jetzt reden wir mal mit Axel, bevor ich mich hier noch zu Grund und Boden rede. Kann ich bei Ihnen Krafttraining machen? Klar, komm doch einfach mal für eine Schnupperstunde vorbei. Bert, der draußen an den Gewichten arbeitet, wird mit dir einen Trainingsplan zusammenstellen. Wir haben zurzeit ein super Angebot für Jugendliche. 13 Stunden trainieren und nur 10 zahlen. Aber die Zahl 13 bringt Unglück und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine versteckte Metapher, ein versteckter Hinweis in diesem Spiel ist. Ist auf jeden Fall ein guter Deal. 13 Stunden, 10 bezahlen, auf jeden Fall interessant, allerdings. 7.
Lassen wir den Bert hier mal lieber alleine trainieren, denn wir haben keine Zeit zum Trainieren. Wir müssen diesen Fall lösen. Und eventuell nochmal die zweite Frage stellen. Planen Sie weitere Fitnessstudios? Wenn alles gut geht, wird es schon im nächsten Jahr Axels Sporting World geben. Ein großes Sportcenter unten am See. Fitness, Bodybuilding und eine Surf- und Segelschule. Alles unter einem Dach. Und ich glaube, hier liegt der Hase im Pfeffer, wenn man mal das Sprichwort hier verwenden darf. Nämlich ein Sport- und Trainingscenter am See der TKKG-Stadt. Hier sehen wir eine Blaupause und ich fürchte, das ist ziemlich genau der Ort, an dem bis dato noch die Villa Drachenkralle steht. Das alte chinesische Haus, die alte Villa am See. Und Axel plant, das Ganze niederzustampfen und dort seinen Traum zu verwirklichen. Kann man ihn auf der einen Seite natürlich nicht vergönnen, aber man muss natürlich auch immer mit den Opfern rechnen, die auf dem Weg dahin passieren müssen. Und die sind unter anderem groß, denn die alte Dame, die Frau Gradiva, die musste ausziehen. Das haben wir mitbekommen. Die ist jetzt im Altenheim. Und tja, die Villa muss auch dem Platz weichen, wenn dort etwas Neues gebaut wird. Hier steht sie ja am See. Und vielleicht gucken wir uns mit Karl nochmal hier um. Ist der Chef da? Sieh im Büro nach. 6. 7. Gut, sprechen wir vielleicht mit 8. ihm nochmal, mit dem Bert. Ah, wir können sogar unter zwei verschiedenen Fragen wählen. Wenn man so kräftig ist, kann man sicher gut Bäume fällen. Für Gartenarbeit habe ich keine Zeit. Ich verbringe jede freie Minute hier im Studio. Gut, gut. Und die Tasche hier? Ist das Ihre Tasche? Ja. Die habe ich mir neulich bei Sports & More gekauft. Ja, um den Verdacht mal anzuregen, der Herr ist natürlich stark genug, um einen Baum zu fällen, bestreitet dies aber. Er sagt, er fällt keine Bäume, er trainiert den ganzen Tag oder fährt mit dem Taxi. Gehört dieses Feuerzeug zufällig Ihnen? Ich rauche nicht. Wer Leistungssport betreibt, sollte nicht rauchen. Danke. Recht hat er ja. Schauen wir uns nochmal hier am Tresen um. Baker Brew. Aber ich glaube nicht, dass hier Bier getrunken wird. Gehen wir doch nochmal zu Herrn Gradiva nach hinten. Willkommen in Axels Muskeltreff. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Gradiva. Jetzt haben wir auch mal mit Karl die Ehre, uns hier umzuschauen. Was hält er eigentlich von den Proteinergänzungen? Wozu soll denn dieses Zeug gut sein? Nahrungsergänzung. Um mehr Muskelmasse aufzubauen, braucht der Körper viel Eiweiß. Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Einige dieser Aminosäuren sind wichtige Bausteine für den Muskelaufbau. Dieser Drink besteht aus Aminosäuren, ist also konzentrierte Muskelkraft. Tja, man muss natürlich auch trainieren dazu. Nur dieses Zeug zu essen bringt rein gar nichts, bin ich der Meinung. Aber das nimmt ja hier jeder ganz gerne in Kauf. Profitieren Sie auch von dem Fitnessboom? Es läuft wie geschmiert. Heutzutage braucht jeder einen guten Body. Und den gibt's bei mir. Ab nächstem Jahr auch unten am See mit Surfschule und großem Wellnessbereich. Finde ich übrigens sehr interessant, dass er hier eher der Geschäftsmann ist, der zwar im Trainingsanzug hier sitzt, aber augenscheinlich nicht unbedingt der Sportler ist. Kann natürlich sein, dass er unter dieser Trainingsjacke ein Sixpack verbirgt. Aber ja, auf den ersten Blick wirkt er nicht unbedingt wie ein Sportler. Können wir hier noch die zweite Frage? Trainieren Sie nach einem bestimmten System? Hat man das gefragt? Weiß gar nicht, oder das? Wenn man so kräftig ist, kann man sicher gut Bäume fällen. Ach ja, gut, dann haben wir das nicht gefragt mit dem System. Trainieren Sie nach einem bestimmten System? Allerdings. Mein Coach Axel hat einen genauen Trainingsplan ausgearbeitet, um mich für die Europameisterschaft in Topform zu bringen. 1, 2, 3. Hallo Axel, wir waren ja eben schon da, aber wir hätten da noch eine Frage
für diese Folge? Leben Sie in der Villa Drachenkralle? Pardon, ich meine in der Villa Gradiva? Was soll die Fragerei? Ich finde nicht, dass dich das etwas angeht. Ich frage dich ja auch nicht, wie deine letzte Mathematikarbeit ausgefallen ist. Ach, das können Sie ruhig. War nämlich eine Eins. Tja, schlagfertig gekontert, lieber Karl. Und da hat er ja sehr merkwürdig drauf reagiert, auf diese Frage, als wir ihn auf die Villa angesprochen haben. Das klingt für mich sehr mysteriös. Warum sollte er das nicht einfach zugeben können? Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es sein könnte, dass die Villa Drachenkralle leer steht, also fast schon ein Geisterhaus ist. Interessante Fragen, die wir uns in den nächsten Folgen weiterhin stellen werden und versuchen, denen auf den Grund zu kommen. In der nächsten Folge. Bis dahin.